Herzlich willkommen zurück in meiner Küche. Ich habe mir heute wieder mal einen Gast eingeladen zum Kochen. Alex Müller, Stadtrat in Neustadt und in dieser Funktion auch Sportbeauftragter der Stadt Neustadt. Und wir haben uns überlegt, dass wir heute gemeinsam ein paar schnelle Sachen machen, um einfach gesunde Ernährung im Sport, was steckt dahinter, was kann ich selber machen, das voranbringen. Was erwartest du, Alex? Ich hoffe, dass man vielleicht kurze, schnelle Gerichte hat, wo auch Laien wie ich mal zu Hause zubereiten können, um uns gesund zu ernähren und vielleicht sportlich in den Frühling zu starten. Das ist super von dir. Das Erste, was ich ausgewählt habe für uns heute, ist ein Müsli-Riegel. Denn das ist sowas, was der Sportler auch immer gern mitnimmt. Und was man so zu kaufen kriegt, ist in der Regel immer voller Zucker, voller Schokolade. Da steht meistens schon an, ja, auch wenn zuckerfrei draufsteht, ist ein Hauptbestandteil Malzsirup, was nichts anderes ist wie versteckter Zucker. Und ich möchte mit dir heute, ja, aus viel heimischen Zutaten einen Müsli-Riegel zubereiten. Ich habe da schon mal was vorbereitet. Für unser Rezept für den Müsli-Riegel haben wir dabei Sonnenblumenkerne. Jawohl. Ich habe Kürbiskerne dabei. Ich habe Haselnüsse dabei, die sind schon gehackt. Sonnenblumenkerne sind auch schon klein. Die Kürbiskerne müssten wir noch klein machen. Ein Vollkornmehl, Haferflocken und dann kann man Trockenobst reintun, was man möchte. In vielen Rezepten steht immer drinnen, dass Rosinen rein müssen. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich mag die Rosinen nicht unbedingt. Geht schon. Aber was, ich würde die Rosinen gern durch Äpfel ersetzen, weil die sind aus dem eigenen Garten. Die kann man ja wunderbar trocknen und hat die dann den Sommer über. Im Winter über hat man sie auch. Also wir müssten die Kürbiskerne hacken. Das andere ist schon klein. Und Feigen habe ich noch dazu. Magst du Feigen? Ja. Dann schneiden wir einfach mal die Trockenfrüchte klein. Ach ja, und Backpflaumen sind noch dabei. Okay. Und weißt du was, ich gebe dir noch so eine Schneidunterlage. Jawohl. Die hat nämlich den Vorteil, dass man dann die Schneidunterlage nehmen kann und kann es direkt in die Schüssel reingeben. In die Schüssel muss rein 150 Gramm Haferflocken, das muss rein 150 Gramm Vollkornmehl, dann kommt mit rein Zimt. So, je nachdem, wie gern man Zimt isst, kann man mehr oder weniger reintun. Gut. Ich mag es eigentlich ganz gern. Jawohl, mag ich auch gern. Ich gebe dann schon mal die geschnittenen Haselnüsse mit rein. Schön, wenn das zum Teil vorbereitet ist und wenn den Rest jemand macht. Jawohl. Kann nichts verkehrt machen. Ich gebe die Sonnenblumenkerne mit rein. Ja, was denkst du, warum man überhaupt so Nüsse und Äpfel und solche Sachen reintun? Ah, ich will auch eine Unterlage. Hast du da Gedanken drüber gemacht? Tatsächlich nicht. Also es ist so, es kommt außer zwei Löffel Honig, kommt in das Rezept weiter kein Zucker rein. Aber die Trockenfrüchte haben ja ganz viel Wasser verloren und es bleibt sehr viel Fructose übrig. Das ist also ein Zucker, der gut aufgenommen werden kann, der schnell unsere verbrauchten Reserven wieder ausfüllt. Okay. Wir brauchen beim Sport eigentlich, ja, wenn wir nicht Leistungssport betreiben, keine besondere Ernährung. Es reicht eigentlich, wenn man sich nach den 10 Regeln der DGE richtet. Klingt jetzt auch wieder sehr wissenschaftlich, aber wir fangen schon im Kindergarten damit an, die Kinder über die Ernährungspyramide aufzuklären. Und die 10 Regeln der DGE sind nichts anderes wie die Ernährungspyramide. Basis sind immer die Getränke, dann kommt Obst und Gemüse, nimm 5 am Tag. Hast du schon mal gehört? 5 am Tag, heißt 5-mal eine Handvoll. Oder bei zerkleinerten Sachen wie Beeren oder Salat wären es 2 Hände voll. Das nächste sind dann die Kohlenhydrate. Da ist für einen Sportler natürlich gedacht, dass er möglichst viel Vollkornprodukte zu sich nimmt. Ja. Hat Vollkorn einen Vorteil? Oder macht man das einfach so, weil es hip ist? Ich glaube, es hat nichts mit hip zu tun. Als ich damals noch aktiv Sport gemacht habe, haben wir das auch tatsächlich immer gemacht. Warum, kann ich dir glaube gar nicht sagen. Es war, weil es so vorgelebt worden ist, haben das halt alle nachgemacht. Also Vollkorn hat den Vorteil, es hält dich länger satt und mit Vollkorn nimmst du natürlich noch viel mehr gesunde Bestandteile auf als von so einem Auszugsmehl.
Du hast die vielen Ballaststoffe, du hast in der Schale aber auch die B-Vitamine sitzen. Und das sind alles Dinge, die du beim Ballaststoffe für deine Verdauung zum längeren Satthalten. Es hilft, dass dein Blutzuckerspiegel auch nicht so schnell ansteigt. Und du hast noch die, den Vorteil, dass in den Schalen von den, also wenn es praktisch Vollkorn ist, hast du noch einen ganzen B-Vitamin-Komplex drinnen, hast noch Vitamine mit drinnen, weil zum Beispiel auch die guten Fette im Keimling drinnen sind. Jedes Getreide hat ja auch einen Keimling, ja, der Öl enthält, der ist da mit drinnen. Das ist schon mal ein großer Vorteil. Dann hat man allerhand drinnen. So, Alex, gib mir mal das. Jawohl. Prima, schön geschnitten. Gebe ich damit rein. Wenn du noch die Feigen schneidest, dann raspel ich die Äpfel, denn damit die auch schön lang frisch bleiben, jawohl, kommen frische Äpfel mit rein. Sind ja auch die Äpfel aus meinem Garten. Die nicht so schönen suche ich immer raus und mache dann getrocknete Äpfel davon und die noch richtig schön zum Essen sind. Die verarbeite ich immer noch mit und esse frisch. Und praktisch ist immer, wenn man so einen Hobel hat, ich kann dann die Schale mit verarbeiten. Und ich raspel außen rum und am Schluss habe ich dann das Kernhaus übrig und muss nicht vorher groß schälen oder irgendwas machen, sondern habe dann nur noch den Rest. Okay. Zwei Äpfel kommen rein. Jawohl. Also wichtig finde ich immer in der Küche, dass man einigermaßen ein bisschen Werkzeug hat, mit dem man gut arbeiten kann und mit dem man gern arbeitet, das einen Spaß macht. Und in meinen Augen spricht auch nichts dagegen, dass man sich manche Gadgets anschafft, wenn man gut damit arbeiten kann, wie so ein Kleinschneider, gibt es ja bestimmte Namen dafür. Ja, wenn einem das hilft, dass man öfter Obst und Gemüse isst oder sowas macht, ist das auf jeden Fall legitim, denn nicht jeder ist ja lustig, da abends noch eine Stunde zu schneiden. Und wenn du jetzt überlegst, wie lange er an dem Apfel da hingeschnitten hat. Das stimmt, ja. So auf jeden Fall deutlich praktisch. Sind wir so auf jeden Fall gut bedient. So, ich gebe meinen kleinen geraffelten Apfel da rein. Siehst du, derzeit habe ich gerade mal drei Feigen geschnitten. Ja, siehst du mal. Ja, beim Vollkorn waren wir stehen geblieben. Also es ist für einen normalen Sportler, ich denke in Neustadt wird auch zum größten Teil Alltagssport oder Breitensport betrieben. Ja. Da ist es nicht notwendig, dass man sich einen speziellen Ernährungsplan oder sonst was macht, aber man sollte einfach immer ausreichend trinken, man sollte genug Obst und Gemüse essen, auf Vollkornprodukte zurückgreifen. Und was auch immer dazu zählt, dass man beim Sport eine gute Leistung bringen kann, ist eine gewisse Zeit der Regeneration. Das heißt, man muss sich zum Essen sollte man auch sich Zeit nehmen und genießen und auch seinen Körper regenerieren lassen. So, ich gebe noch den Honig mit rein. Kennst du den praktischen Honiglöffel? Ja. Habe ich tatsächlich auch daheim. Ich mag den sehr gern, ne, weil es einfach nicht dran hängt. Auch in einer Single-Wohnung gibt es sowas. Dann kommen noch 5 Esslöffel Öl mit rein. Ja, das wäre man auch noch bei den Fetten. Das ist auch eine Empfehlung von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung. Man sollte einfach bei Fetten aufpassen, dass man zu hochwertigen Fetten greift. Und explizit empfohlen wird auch das Rapsöl. Und da sind wir ja bei uns im Landkreis auch gut aufgestellt mit dem Rapsöl. Jawohl. Wir haben ja in Kaufenheim eine Ölmühle. Da gibt es jetzt auch dieses Hyolic Sonnenblumenöl. Das heißt, das ist ein spezielles Öl, das kalt gepresst ist, aber trotzdem hoch erhitzbar ist. Also das ist was Besonderes. So, ich fange da schon mal ganz langsam an zu rühren, bis die Feigen kommen. Jawohl, die Feigen kommen gleich. Das muss eh im Moment rühren. Gib das Wasser dazu und schau mal, die Küchenmaschine hat da oben ein praktisches Loch. Jawohl, kann man immer noch. Da kann man immer noch nachfüllen, während der schon arbeitet hier. Sehr gut. Na, schaut doch schon fast perfekt aus. Wie gesagt, wir backen es, streichen es auf Blech auf und backen. Und hinterher geben wir dann, wird es eh noch mal klein geschnitten. Ja. Und ich denke, wir haben Früchte ausgewählt, die wir selber gern essen. Dann ist es nicht so, dass man es ewig klein machen muss, weil man es nicht mag. Das stimmt, ja. Ist der Widerstand von der Feige auch in Ordnung, ne? Ja, also mir geht es immer so, je weniger ich was mag, umso kleiner muss es im Essen drinnen sein, dass man es so mitschluckt, ne? Das stimmt, ja.
Pizza, bis das durchgeknetet ist, bereiten wir das Backblech vor. Ich backe es auf Backpapier, denn durch den Honig und durch den Zuckeranteil wird es auf das Backblech verkleben. Und dann gibt es auch noch einen Trick, dass dein Backblech ein bisschen feucht machst. Dann hält nämlich das Backpapier viel besser drauf. Sieht immer dann eh aus. Und dann, weil der lässt sich jetzt dann relativ schwierig aufstreichen, und wenn das Backpapier dann ständig rutscht, dann wäre das schwierig. Okay. Aber viel mehr müssen wir gar nicht mehr rühren. Ich nehme es mal raus und dann lernst du auch mein Lieblingsarbeitsgerät kennen. Den Teigschaber. Den Teigschaber. Jawohl. Den gibt es zu Dutzenden bei mir im Haus. Und wenn du möchtest, kannst du jetzt das nochmal schauen, ob wir alles drinnen haben. Schaut gut aus. Jawohl. Dann kannst du das hier versuchen aufzuschmieren. Genau. Und wenn da noch was dran ist. Und ich mache mal die Messer sauber, weil wenn wir noch was anderes kochen wollen, brauchen wir wieder saubere Messer, dass sie schneiden können. Jawohl. Gib sie in die Spüle und du kannst in der Zwischenzeit das aufstreichen. Und dann wird es ca. 30 Minuten gebacken. Und wenn wir es dann aus dem Backofen rausnehmen, ist es wichtig, dass man diesen Müsli-Riegel, solange noch warm und weich ist, schneidet, weil sonst bricht er nur auseinander. Okay. Also die Zutaten werden deswegen nicht schlechter, aber es macht halt einfach mehr Spaß, einen Müsli-Riegel in Form von einem Müsli-Riegel mitzunehmen. Und nicht so Bruchstücke. Und nicht so Bruchstücke und Brösel. Okay. Bei wie viel Grad muss es in den Ofen? 380 Grad, ungefähr eine halbe Stunde. Okay. Und halten tun sie bestimmt 14 Tage. Okay. Ja, die sind jetzt dann ausreichend gebacken, ist eine dünne Geschichte, die gebacken wird. Und dann ist das einfach eine gute Zeit. Wenn du sie aufheben, lassen sie sich gut in eine Blechdose. Wenn man sie übereinander schlichten möchte, ist es immer ganz gut, wenn man noch Backpapier oder was dazwischen legt, dass sie nicht aneinander kleben, weil durch den Apfel werden sie ja weich und fangen dann an durchzuweichen. Dass sie nicht aneinander kleben. Also so wie die mal Plätzchen in die Blechdose, so mache ich genau. Da mit die. Genau. Genauso. Ich kann mal gucken, ob ich da mit der Teigkarte noch ein bisschen behilflich sein kann. Das ist nicht absolut cool, wenn man hier einen jungen Mann in der Küche stehen hat, der mit Hingabe den Teig glatt streicht. Ich wünschte, ich hätte sowas öfter, aber naja, schauen wir mal, wie das weitergeht heute noch. So, Alex, wenn du das wunderbar gemacht hast, dann mache ich hier noch ein bisschen die Ecken gerade, dass die... Das ist auch schon wie ein Riegel. Nee, nicht wegen dem Riegel, sondern dass die Höhe gleich hoch ist. Ne, weil sonst ist das, was außen wegsteht, immer leicht verbrannt, aber ansonsten toll gearbeitet. Herzlichen Glückwunsch. Danke. Jetzt darfst du mir den Ofen öffnen, jawohl, dann schieben wir das Blech hinein und dann gucken wir nach 30 Minuten, was ich da getan habe. Jawohl. Danke dir. So, Alex, jetzt sind die 30 Minuten um. Jawohl, ich freue mich schon. Dann guck mal, also riechen tun sie fantastisch. Mach einfach mal auf und hol mal das Blech rüber. Genau. Schön, wenn das der Alex macht heute, dafür schlägt mich meine Brille. Das stimmt. Und jetzt haben wir wieder das Problem, dass, du hast ja vorhin von mir einen Tipp gekriegt. Ja. Bei dem Müsli-Riegel ist es jetzt nicht so schlimm. Nee, du hast sogar richtig gehabt. Nee, doch falsch. Diese Bleche haben immer auf der einen Seite eine hohe Kante, da schiebt man am besten nichts drüber, sondern über die flache, wo das rausflutscht. Da geht es ganz einfach. Ne? Gut. Ist jetzt bei dem flachen Blech nicht so entscheidend, aber wenn du das hohe Blech hast. Okay. So, und jetzt 20 Teile. Pi mal Daumen, oder wie würdest du das machen? Ich würde erstmal ein mittel... Gute Idee. Jawohl, und dann schauen wir halt mal weiter. Wir machen mal die Mitte und dann machen wir, ja, kommt drauf an, willst du sie so lang haben oder möchtest du sie eher kürzer haben? Dann würde ich es dritteln. Ich hätte sie, glaube ich, lang. Also gut, dann machen wir mal die Mitte. Ja. Dann haben wir die Länge von jedem Müsli-Riegel. So. Also riechen tun sie fantastisch, oder? Auf jeden Fall. Ausschauen tun sie auch toll. Sehr gut. Und es sind lauter gesunde Sachen drinnen, die wir zum Teil bei uns aus dem Garten oder aus dem Anbau haben. Und wir haben halt den Zuckergehalt im Griff. Ne? Wir haben den guten Honig mit drinnen und müssen nicht irgendwelche Emulgatoren oder sonst irgendwas essen. Und ich finde, wenn man es einmal im Monat macht und hat
20 oder wenn man es kleiner schneidet, 24, 28 Riegel, dann ist das nicht so viel Zeitaufwand, um immer, wenn man zum Sport geht, was Gutes als Ergänzer dann hinterher zu haben. Ergänzer ist ja eigentlich das falsche Wort beim Sport, sondern wir müssen einfach sagen, das, was wir ausgeschwitzt haben, unser Schweiß hat ja nicht nur Wasser, sondern wir verlieren mit dem Schweiß ja auch Mineralstoffe und verlieren, ja, Vitamine nicht, Mineralstoffe verlieren wir, Kochsalz verlieren wir. Und das muss man möglichst entweder mit einem Getränk oder mit was zu essen nach dem Sport wieder nachfüllen. Und Plastik sparen wir natürlich auch, wenn man keine Packung hat. Ne? Genau so ist es. Gut. Und dieses Backpapier kann man auch mehrfach verwenden. Muss man nicht, ne? Ich verwende mein Backpapier immer so lange, bis es braun wird und dann durchs Weg. Genau. Man kann auch die Dauerbackfolie nehmen, aber auf der kann man nicht schneiden. Darum nehme ich dafür gerne Backpapier. Aber du kannst vielleicht mal hochhalten einen, jawohl, dass man mal in der Kamera sieht, wie schön er geworden ist, was alles drinnen ist. Jawohl, schaut gut aus. Und man könnte auch, wenn man jetzt Lust hätte, wenn man Kuvertüre vielleicht übrig hat oder Schokolade, könnte man auch noch so Spritzer drüber machen, dann hätte man auch noch so einen kleinen Schokoladeneffekt dabei. Dann essen es vielleicht auch die Kinder gern, wenn sie es mit zum Sport nehmen sollen und wenn es nicht in der bunten Verpackung ist, sondern wenn es was selber gemachtes ist. So Alex, unsere super Müsli-Riegel sind fertig geworden. Da bleibt uns eigentlich nur noch eins. Wir wünschen einen guten Appetit. Wow.